Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie vorbeigekommen sind. Es geht heute um die Halbjahreszahlen, wie gesagt. Sie haben das sicher bestimmt verfolgt. Heute 7 Uhr morgens wurden die Konzernzahlen für die ganze Lufthansa-Gruppe veröffentlicht, so auch die Zahlen für die Austrian Airlines. Wie Sie schon vermuten können, die Zahlen sind tiefrot. Wir sind dabei in guter Gesellschaft mit unseren Konzernschwestern der Lufthansa, der Swiss, der Eurowings, als auch der Brussels. Und bevor wir sozusagen auf die Halbjahreszahlen einsteigen, lohnt sich wahrscheinlich ein Blick auf die Quartalszahlen, nämlich auf die Zahlen zwischen April und Mai. Das wahrscheinlich am besten erklärt, wie dramatisch diese Corona-Krise für eine Airline sein kann, in die wir, wie wir schon oft gesagt haben, unverschuldet hineingeschlittert sind. Sie sehen hier auf dem Chart auf der linken Seite ein paar Produktionszahlen, ein paar KPIs. Die Produktion hat sich um 99% verringert, so auch die Anzahl der Flüge um 98%, aber auch das Passagieraufkommen um 99%. Was heißt das vielleicht ein bisschen konkretisiert oder besser dargestellt? Wir hatten in diesem Zeitraum zwischen April und Juni nur 53.000 Passagiere befördert. Das ist sehr wenig. Warum ist das wenig? Letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt, da gab es Tage, da haben wir an einem Tag so viel befördert, 50.000 Passagiere. Und jetzt in 90 Tagen, in 3 Monaten, nur 53.000 Passagiere. Das heißt, der Umsatz ist fast auf null zurückgegangen, mit Ausnahme der Umsatz, den wir gemacht haben zwischen Mitte Juni nach der Aufnahme des Flugbetriebs bis Ende Juni und der Vielzahl der Cargoflüge, die wir auch in diesem Zeitraum durchgeführt haben. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das Folgendes: Der Umsatz ging zurück auf 59 Millionen, ein Minus von 90%. Die Kosten haben sich reduziert auf 158 Millionen um 72%. Hier vielleicht nur kurz dargelegt: Die Kosten können nie so stark zurückgehen wie der Umsatz, weil es gibt auch eine Vielzahl von Fixkosten, die man hat, beispielsweise Gebäudemieten oder Mieten für Wartungsverträge. Aber auch die Kurzarbeit, die natürlich uns sehr unterstützt, wird nie 100% der Personalkosten abdecken, sondern nur einen Teil davon. Rausgekommen dabei ist ein Adjusted EBIT, also unsere Ertragskennzahl von minus 99 Millionen, fast dreistellig. Wenn man das umrechnet, könnte man sagen, ein Verlust von circa 1 Million pro Tag. Und das legt schon wieder, wie stark so eine Krise ist, eine Corona-Krise für eine Airline, die in dieser Zeit fast nicht fliegen konnte und am Boden bleiben musste. Wenn ich dann bitte auf die nächste Seite gehe, da sieht man jetzt nochmal die Halbjahreszahlen dargelegt, die natürlich sehr, sehr stark beeinflusst wurden durch dieses zweite Quartal. Wir sind gekommen insgesamt auf einen Umsatz von 363 Millionen für die vollen 6 Monate. Die kommen hauptsächlich aus den ersten 3 Monaten, Januar, Februar und März. Januar und Februar konnten wir eigentlich noch fast vollständig unser Flugprogramm mit Ausnahme der China-Rotationen durchführen. Dann kam, wie gesagt, ab März die Krise. Die Kosten haben sich auf 598 Millionen belaufen und rausgekommen dabei ist ein Verlust von 235 Millionen für die ersten 6 Monate. Ich möchte Sie schon ein bisschen mental darauf vorbereiten. Die Ergebnissituation wird auch die nächsten Monate in dieser Größenordnung bleiben. Und damit ich Ihnen ein bisschen einen Ausblick geben kann, würde ich das gern machen anhand der Produktionskurve auf der nächsten Slide. Sie sehen hier abgetragen die Produktion, die zu Jahresanfang noch in etwa bei 100% lag. Die Kurve ging dann zurück auf null mit März, mit dem vollständigen Grounding ab dem 18. März, das natürlich für uns ein sehr, sehr schwieriger Zeitpunkt war, dieses Grounding auch veranlassen zu müssen, weil es einfach nicht anders ging. Danach ist die Airline für fast 3 Monate gestanden und dann für uns eigentlich ein sehr, sehr schöner Tag, der 15. Juni, wo wir unseren Erstflug hatten nach München und wieder unseren Flugbetrieb aufnehmen könnten. Dann sehen Sie eine Miniproduktion von 4% im Juni, hatten geplant an und für sich 18% im Juli. Und da kam sozusagen nach guten ersten Wochen, wo wir auch gesehen haben, am Markt, unser Produkt wird sehr gut von den Kunden vom Markt wieder angenommen. Wir haben gute Erträge eingeschlagen, kam eigentlich der nächste Dämpfer mit diesen Landeverboten für insgesamt 18 Länder, vor allem hier auch betroffen der Balkan und Osteuropa. Und diese Märkte sind für uns sehr, sehr wichtig.
weil wir haben sehr viel Transferpassagiere aus diesen Zielmärkten, aus diesen Quellmärkten, die für uns auch wichtig sind für den Umstieg auf die Langstrecke. Und in Folge mussten wir dann auch die Chicago-Rotation bis Ende Juli rausnehmen. Auch für August hatten wir uns vorgenommen, die Produktion auf 28% zu steigern. Die wird auch ein bisschen tiefer sein, weil hier natürlich diese Landeverbote ein bisschen noch nachwirken, bis der Verkehr wieder angekurbelt ist, sozusagen. Und wir haben auch noch Tel Aviv als auch die Rotation nach Shanghai auf September verschoben. Was ich zusammengesagt sagen möchte ist, die Airline ist noch lange nicht am Normalbetrieb angekommen. Die nächsten Wochen und Monate wird es notwendig sein, immer auf Sicht zu fliegen und die Situation auch immer dynamisch zu beurteilen und dann immer auch rasch reagieren zu können. Und wir sind auch der Meinung, dass solche Landeverbote kein adäquates Mittel sind, denn die Passagiere können sich dann über andere Hubs sozusagen immer an ihre Zieldestination kommen. Wie die Situation nun im Konkreten ausschaut und sich darstellt und auch die nächsten Monate ausschauen werden, würde Ihnen ganz gerne mein Kollege Alexis von Hunsbruch gerne jetzt darstellen. Vielen Dank. Ja, danke Wolfgang für die Einleitung und die Darstellung dieser, muss schon sagen, historisch schlechten Quartalszahlen. Ich denke, ein so katastrophales Quartal wie das zweite Quartal 2020 hat dieses Unternehmen vorher noch nicht gesehen. Aber das zeigt eben auch, wie dramatisch die Auswirkungen der Corona-Krise speziell für unsere Branche und damit natürlich auch für unser Unternehmen sind. Dass wir in 3 Monaten gerade mal so viel Passagiere transportieren wie sonst an einem Tag, zeigt, glaube ich, die ganze Dramatik der Situation. Seit 15. Juni fliegen wir wieder. Darüber freuen wir uns sehr. Das ist auch emotional sehr wichtig für unser Unternehmen, auch wenn wir bislang nur sehr wenig fliegen. Im Juni gerade mal mit 4% unserer Kapazität. Jetzt gehen wir so langsam Richtung 20 oder knapp drüber. Das ist schön, dass es wieder geht. Das ist auch schön, dass es wieder Nachfrage gibt. Aber es darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass das bei weitem noch nicht genug ist, um ein Unternehmen unserer Größenordnung über Wasser zu halten. Und deswegen wird uns das Corona-Problem auch noch über einen längeren Zeitraum sicherlich unangenehm begleiten. Wenn wir reinschauen in unsere Zahlen und da vielleicht ein bisschen Ausblick zu geben, wir sehen also schon von Woche zu Woche eine Verbesserung. Der Sitzladefaktor steigt kontinuierlich. Wir sehen speziell eine recht gute Nachfrage im Nachbarschaftsverkehr mit den deutschsprachigen Ländern. Das ist schon mal sehr gut. Und was wir auch sehen, ist, dass unsere touristischen Flüge nach Griechenland ans Mittelmeer, dass die sehr gut gefüllt sind. Also offensichtlich haben sich viele Österreicher entschieden, nicht den Kopf in den Sand, sondern die Füße in den Sand zu stecken. Das freut uns natürlich, dass dort eine gewisse Nachfrage jetzt da ist. Aber es darf natürlich auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das jetzt eben auch ein Sommerferienphänomen ist, das im September und Oktober wahrscheinlich in dieser Form nicht auftreten wird. Deswegen werden wir da noch umso mehr davon abhängig sein, dass dort ein mehr oder weniger normaleres Geschäft wieder zurückkehrt. Wir sind permanent mit sich ändernden Rahmenbedingungen konfrontiert. Der Wolfgang Jani hat eben die Landeverbote erwähnt. Die Landeverbote waren in der Tat für uns ein schwerer Schlag. Sie kamen sehr kurzfristig. Es waren 18 Länder betroffen. Wir haben über 30.000 Passagiere streichen müssen. Und nur vielleicht als kleine Anekdote, 2/3 von denen, über 20.000, wollten überhaupt nicht nach Österreich reisen, sondern waren Umsteiger. Das hat es uns dann schwierig gemacht, andere Verbindungen anzubieten. Das war schon ein schwerer Rückschlag für uns. Und Gott sei Dank sind diese Landeverbote jetzt auch ausgelaufen und nicht verlängert worden. Aber Sie können sich vorstellen, diese permanent sich ändernden Rahmenbedingungen sind nicht nur für uns operativ eine große Herausforderung, sondern führen auch zu einer großen Verunsicherung unserer Passagiere. Und wir sehen das eben auch daran, dass die Passagiere zurzeit sehr, sehr kurzfristig buchen. Also wir sehen im Augenblick, dass die Passagiere auf eine Frist von 2 bis 4 Wochen buchen. Also aktuell wird quasi der August gebucht. Normalerweise sehen wir da wesentlich weitergehende Buchungsmuster. Im Augenblick wird also nur der August gebucht. Im September, im Oktober sehen wir noch sehr, sehr wenig Dynamik. Wir haben natürlich begründete Hoffnung, dass dann auch, wenn der September vor der Tür steht, es für den September kurzfristige Buchungen gibt. Aber wir müssen uns dann natürlich sehr stark auf Sicht bewegen. Und es zeigt eben die Verunsicherung der Passagiere, was umgekehrt natürlich auch bedeutet, wie wichtig es ist, dass es uns gelingt, möglichst bald in einen stabileren Modus hineinzukommen und auch wieder die Verlässlichkeit zu haben, die unsere Gäste mit Recht von uns erwarten. Vielleicht noch ein Satz zum Thema Refunds. Das ist ein Thema, das sind die
Erstattungen von nicht geflogenen Tickets. Das ist ein Thema, das auch in den Medien ja sehr stark begleitet wurde. Also erstmal tut es uns natürlich wahnsinnig leid, dass wir viele unserer Gäste nicht rechtzeitig mit ihren Ticketerstattungen versorgen konnten. Das lag einfach daran, dass wir unglaublich viele Ticketerstattungswünsche hatten, in quasi astronomischem Ausmaß und unsere Service Center natürlich nicht gewachsen waren in der Situation. Wir sind jetzt aber inzwischen an einem Punkt angekommen, wo wir bereits über 3/4 der Refund-Anfragen, die bei uns vorlagen, abgearbeitet haben. Wir haben da sehr, sehr viel Kapazität reingesteckt und wir gehen auch davon aus, dass wir bis Ende August den Großteil dessen zurückgezahlt haben, was unseren Kunden natürlich logischerweise zusteht. Ja, der Flugplan, die Marktsituation, das bleibt alles weiter sehr wechselhaft. Wir müssen da auf Sicht unterwegs sein. Aktuell haben wir Chicago wieder in den Markt, in den Plan aufgenommen. Wir sehen auch, dass die Amerika-Flüge vor allen Dingen auf dem Rückweg aus Amerika gut ausgelastet sind und das, obwohl weder Amerikaner in Europa einreisen dürfen, noch Europäer in Amerika einreisen dürfen. Da sieht man wieder, wie wichtig der Umsteigeverkehr ist. Das ist vorwiegend Verkehr von und nach Osteuropa. Und ab September planen wir dann auch wieder nach Shanghai zu fliegen, was für uns natürlich auch nochmal eine ganz wichtige Destination ist. Vielleicht auf die nächste Seite. Ja, die Landeverbote, dass sie ausgelaufen sind, das hilft. Dass die Landeverbote selber nur bedingte Wirksamkeit haben, liegt irgendwie auch auf der Hand. Wenn ein Flug von Belgrad nach Wien nicht stattfinden kann, dann heißt das ja nicht, dass die Leute nicht nach Wien kommen könnten, sondern die steigen dann halt in Frankfurt oder München um und fliegen dann quasi unkontrolliert nach Wien. Das ist dann Gott sei Dank aufgehoben worden. Aber das Thema Reisebeschränkungen und Einreiseregeln ist natürlich nach wie vor etwas, was uns sehr bewegt. Und wir merken ja auch an der medialen Diskussion, dass da auch noch viel Unsicherheit und viel Dynamik drin ist. Hier sind mal dargestellt die aktuellen Einreiseregeln, die wir in Österreich kennen. Reisende aus 31 europäischen Ländern, das ist erstmal gut, die können einfach ganz normal einreisen. Deutschland, Dänemark, Belgien, um mal drei Beispielländer zu nennen. Bürger von Österreich, aus der Europäischen Union oder aus der Schweiz, die ihren Wohnsitz in Österreich haben, müssen, wenn sie aus einem Risikoland kommen, einen negativen Covid-Test vorlegen, was auch, denke ich, sehr vernünftig ist. Umsteigepassagiere brauchen keinen Test, sondern können einfach umsteigen. Das ist auch vernünftig, weil die ja sowieso nicht in Österreich bleiben. Für Drittstaatenangehörige allerdings gilt weiterhin ein grundsätzliches Einreiseverbot, außer sie kommen aus dem Schengen-Raum und sie können einen negativen Corona-Test vorlegen. Dann müssen sie aber noch 10 Tage in Heimquarantäne kommen. Und dazu gibt es jede Menge Ausnahmen für Drittstaatenangehörige, zum Beispiel Diplomaten, Familienangehörige oder Lebenspartner, die ohne Test und Quarantäne hier einreisen können. Und Sie sehen schon an dieser Ausführung, das ist hochgradig komplex. Nicht nur, dass es sich permanent ändert, sondern es führt eben auch zu ganz, ganz vielen Fragen. Also wie wird zum Beispiel die Eigenschaft eines Lebenspartners aus einem Drittstaat eigentlich nachgewiesen? Wer ist dafür verantwortlich? Nach welchen Kriterien ist das zu tun? Und da gibt es ganz, ganz viele Fragen, die uns erreichen. Und wer in den sozialen Medien liest, der sieht auch, dass das sehr, sehr viele Menschen bewegt. Und das sind nur die Einreisebestimmungen, die für Österreich gelten. Und dazu kommen natürlich noch die ständig wechselnden Ein- und Ausreisebestimmungen der 60 Ziele, die wir anfliegen. Also man kann sagen, wir fliegen derzeit durch einen regelrechten Verordnungsdickicht. Und das ist natürlich auf die Dauer sehr, sehr schwierig. Dass Verbote, Reiseverbote, Landeverbote in der Krise kurzfristig die richtigen Maßnahmen waren, ich glaube, darüber besteht kein Zweifel, weil es geht natürlich darum, dass wir uns alle einig sind, dass diese Pandemie mit allen Kräften zu bekämpfen ist. Aber, und ich denke, diese bittere Erkenntnis haben wir alle, Corona wird uns noch über einen längeren Zeitraum begleiten. Und deswegen müssen wir uns schon Gedanken machen, wie wir mit so einem Thema wie Reisefreiheit umgehen. Dass man das vorübergehend einschränken kann, ja. Über einen längeren Zeitraum sollte man das nicht einschränken, denn Reisefreiheit ist ein ganz, ganz wichtiges und hohes Gut und ist eine wichtige Säule einer modernen, liberalen Gesellschaft, so wie wir sie hier in Österreich und anderswo leben. Deswegen sind wir der Meinung, dass man auf pauschale Verbote von Flügen oder von Einreise grundsätzlich verzichten sollte und diese durch ein flächendeckendes
Corona-Testprogramm ersetzen sollte für Reisende aus Risikoländern. Damit lässt sich Reisefreiheit ermöglichen, ohne dabei den Gesundheitsschutz einzuschränken. Wer gesund ist und nicht ansteckend ist, der soll auch reisen dürfen. Und deswegen fordern wir genau das, nämlich das Einsetzen von einem Corona-Testprogramm, möglichst international abgestimmt, dass jetzt nicht wieder jedes Land was anderes macht. Das ist ein internationales Thema in unserem internationalen Geschäft. Und dass wir wegkommen von pauschalen Verboten, hinkommen zu einer Corona-Testpflicht, die es ermöglicht, sowohl die Reisefreiheit wieder zu leben, aber gleichzeitig den Gesundheitsschutz sicherzustellen. Mit diesem möchte ich jetzt erstmal schließen und freue mich auf Ihre Fragen. Wir starten die Fragenrunde, beginnen hier im Raum. Meine Kollegin geht mit einem Mikrofon durch. Bitte nur das Mikrofon, den Mikrofonständer nicht angreifen, um hier auch auf den Gesundheitsschutz zu achten. Bitte. Kasper Fink von der Zeit im Bild. Eine Frage zu der staatlichen Unterstützung, die AUA bekommen wird. Das sind die 150 Millionen direkt vorgesehen. Plus Garantien. Ist da schon Geld geflossen und ist auch von jenen 150 Millionen, die vom Mutterkonzern von der Lufthansa kommen sollen, ist da schon Geld geflossen? Wie ist da der Stand der Dinge? Also Sie haben recht, die 150 Millionen sind ja sozusagen von der Republik Österreich als Schadenersatz für den entstandenen Schaden während dieser Krise. Diese 150 Millionen sind zurzeit noch nicht geflossen, weil es bedarf im Moment noch der Zustimmung des deutschen Wirtschaftsstabilisierungsfonds, also der deutschen Bundesregierung im Prinzip. Und die haben so lange gewartet, bis in allen drei Ländern, sprich außerhalb von Deutschland, also Belgien, Schweiz und Österreich, ein Deal vorhanden ist. In Belgien hat man für diese Verhandlungen am längsten benötigt. Deshalb liegt hier die Einigung erst ein paar Tage zurück. Jetzt ist alles da, jetzt wird dieser WSF, dieser Wirtschaftsstabilisierungsfonds, auch gemeinsam entscheiden. Und danach kann eben das Geld von der Republik Österreich fließen. Manfred Schmidt, ATV. Eine Frage zu der Prognose. Wann glauben Sie, wird sich der Luftmarkt wieder erholen? Was bedeutet das für die AUA? Also gibt es da schon erste Prognosen? Und eine zweite Frage zu Ihrer Forderung nach dem Testprogramm. Wie weit ist man da mit Gesprächen mit der österreichischen Regierung oder auch mit der EU-Kommission? Es hat ja einen gemeinsamen Brief gegeben an den Vizepräsidenten Pence und die Kommissarin für Inneres, Frau Johansson. Wie weit ist man da? Also zur ersten Frage, wie lange wird uns die Corona-Situation begleiten? Das weiß ich natürlich genauso wenig wie jeder andere. Und ich vermute mal, wir sind uns alle einig, dass sie mindestens mal so lange dauert, bis es entweder eine flächendeckende Impfung, die auch flächendeckend verfügbar ist und die wirksam ist, dass es die gibt, oder dass es eine so gute Therapie gibt, dass sich jemand, der Corona bekommt, auch keine Sorgen mehr machen muss. Beides ist zurzeit noch unabsehbar, wann es kommt. Wir alle lesen die Gerüchte, wann die Impfungen kommen könnten. Ende des Jahres, Mitte nächsten Jahres, vielleicht dauert es auch noch länger. Vielleicht gibt es auch nie eine, wir wissen es nicht. Und deswegen können wir diese Frage schlicht und ergreifend nicht beantworten und müssen schlicht darauf reagieren, was wir sehen, wie sich der Markt entwickelt. Und wir haben selber für uns unterstellt in unseren internen Planungen, dass wir bis 2023, also in etwa 2 Jahren, wieder auf 80% unseres vorherigen Angebots hochfahren werden. Das ist die Planungsprämisse, unter der wir arbeiten. Und wir hoffen, dass wir damit einigermaßen in der Nähe der Realität liegen. Aber was dann tatsächlich passiert, das werden wir natürlich erst sehen. Und gerade weil wir auch damit rechnen müssen, dass es möglicherweise länger dauert, es kann ja auch sein, dass es bis 24, 25 dauert, brauchen wir unbedingt jetzt Verfahren, die nicht pauschal bestimmte Gruppen von Menschen von Reisen ausschließen. Sondern im Kern geht es ja darum, dass Gesundheitsschutz sichergestellt wird, dass Ansteckungsgefahr minimiert wird. Und dafür gibt es Tests und es gibt immer mehr Tests und immer bessere Testmethoden. Und diese Testmethoden so einzuführen, dass Reisende aus Risikoländern, dass man sich vergewissert, dass die
gesund sind und nicht ansteckend sind und sie nur dann transportiert, dann hat man dem Gesundheitsschutz Genüge getan, aber gleichzeitig die Reisefreiheit auch wieder ermöglicht. Und das ist ganz speziell, was Sie es eben angesprochen haben, auf dem Nordatlantik wichtig. Die Achse Europa-Amerika, die Flugverbindungen über Nordatlantik, das ist der wichtigste Reisekorridor auf diesem Planeten. Und da ist es heute so, dass weder Amerikaner in Europa einreisen dürfen, noch Europäer in Amerika einreisen dürfen, unabhängig davon, wo sie herkommen, also ob es in ihrem Land, in ihrer Region sicher ist oder nicht, und unabhängig davon, ob sie persönlich gesund sind oder nicht. Ich denke, als Kurzfristmaßnahme ist das nachvollziehbar und vertretbar. Für eine längerfristige Phase ist das nicht vertretbar und deswegen ist es wichtig, dass wir in einen Modus kommen, wo festgestellt wird, ist jemand krank oder nicht krank, und wenn er gesund ist dann und nicht ansteckend ist, dann soll er reisen können, selbst wenn er aus einem Risikogebiet kommt. Frau Haas. Ja, ich habe zwei Fragen. Wenn der Herr Janni gesagt hat, im zweiten Quartal war der Verlust bei circa 1 Million am Tag. Ich wüsste gern, wie es aktuell aussieht. Und wenn nach den Ferien die Touristen als Fluggäste wegbleiben, wie wollen Sie denn dann Ihren Flugplan in den nächsten Monaten gestalten? Also wo haben Sie denn überhaupt Möglichkeiten, sozusagen das Angebot wieder ein bisschen hochzufahren? Ja. Wichtig, also der Fluss ist im Moment beim zweiten Quartal 100 Millionen, also circa 1 Million pro Tag. Wir haben aber gesehen, dass mit Aufnahme des Flugbetriebes wieder Cash reinkommt. Wir waren Cash-positiv, ganz deutlich. Hat sich, wie gesagt, durch diese Landeverbote, die vorkommen, überraschend kamen, fast wieder auf null reduziert, der Cash-in oder das Cash-positive, der Cash-positive Flugbetrieb. Und wir haben natürlich einen Businessplan erstellt, logischerweise bis Ende 2023, wo wir Monat für Monat uns genau einen Erlös und Kosten vorgenommen haben. Und den gilt es jetzt auch umzusetzen. Das Gute ist, Frau Haas, wir sind eigentlich sehr flexibel. Wir sind hier sehr schnell und rasch bei der Austrian. Wir können Flugzeuge tauschen, kleiner oder größer. Wir können die Mittel der Kurzarbeit sehr, sehr rasch umsetzen und sozusagen auch hier wieder den Flugbetrieb zurückfahren, was wir natürlich nicht wollen. Also wir sind einigermaßen hier gut aufgestellt und die Learnings der letzten Wochen haben schon dazu beigetragen, dass wir auch in der Zukunft das Ganze sehr, sehr gut managen werden. Nach den Ferien, die sind ja noch nicht vorbei, es kommen dann auch bald die Herbstferien hier in Österreich auch. Da werden wir auch einige Langstreckendestinationen aufnehmen. Da könnte beispielsweise Mauritius dabei sein, wo wir wieder profitieren wollen. Und natürlich setzen wir dann auch auf die Langstrecke, wie Herr von Hunsbuch schon gesagt hat. Wenn wir dann dieses Nordamerika, wenn wir diese Reiseverbote oder Reisewarnungen, wenn sich diese lockern, können wir wieder auf diese Karte setzen, beziehungsweise haben wir auch schon gesehen, dass im Kontinentalverkehr, sprich vor allem im Europaverkehr, eine sehr gute Nachfrage und Auslastung vorhanden ist. Und das sind sozusagen die Märkte, auf die wir in den nächsten Monaten setzen werden. Stefanie Klein, Servus TV. Ich habe auch zwei Fragen. Einerseits zu den Konsequenzen für die Mitarbeiter. Wie viele Kündigungen gibt es hier? Wie viele sind noch in Kurzarbeit und wie lange noch? Und zweite Frage, Sie haben ja sehr wenig Auslastung und viele Passagiere stornieren, aber auch aufgrund der wenigen Auslastung ist also ein Teufelskreis. Wie wollen Sie denn dem entgegenwirken? Also zunächst mal, Kündigungen gibt es bei uns keine, weil wir haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit. Und wir planen auch diese Kurzarbeit über einen längeren Zeitraum zu machen. Aktuell gibt es ja diese Kurzarbeit bis März nächsten Jahres. Wir gehen aber davon aus, dass es auch danach ein Kurzarbeitsmodell geben wird und wir planen da relativ lange drin zu bleiben. Und damit regulieren wir im Augenblick unseren Personalbedarf, unsere Personalkapazität nach unten. Wir haben in unserem eigenen Businessplan unterstellt, dass wir jetzt etwa 2 Jahre in dieser Kurzarbeit uns befinden und hinterher 80% der Größe haben, die wir vorher hatten. Das gibt natürlich aus heutiger Sicht einen rechnerischen Personalüberhang, den wir dann am Ende haben. Was wir aber auch zurzeit sehen, ist, dass wir eine relativ hohe Mitarbeiterfluktuation haben. Also es gibt offensichtlich relativ viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Perspektive, jetzt über einen längeren Zeitraum in Kurzarbeit zu sein, nicht so attraktiv finden und die uns derzeit verlassen. Und deswegen sind wir eigentlich in recht guter Hoffnung, dass wir in diesen 2 Jahren einen Großteil des rechnerischen Personalüberhangs quasi von ganz alleine
bewerkstelligen werden, indem die Leute durch die Fluktuation gehen. Und dann in 2 Jahren, wenn dann die Kurzarbeit für uns final endet, hoffentlich, dann werden wir die Situation neu bewerten. Wir werden sowohl anschauen, wie viel haben wir uns denn jetzt in der Realität verlassen, als auch, wie groß sind wir denn in der Realität und welchen Personalbedarf haben wir. Und dann werden wir sehen, ob es dann noch zu, sag mal, aktiven Trennungen von unserer Seite kommen muss oder nicht. Entschuldigung, was war die zweite Frage? Also die Auslastung, ja. Ja, die Auslastung, da sehen wir eigentlich im Gegenteil. Die Auslastung geht im Augenblick eigentlich tendenziell Woche für Woche nach oben. Und wir sehen auch nicht, dass Passagiere bei uns streichen würden wegen der schlechten Auslastung. Aber wir spüren natürlich schon, dass die Passagiere noch sehr, sagen wir, sehr verunsichert sind aufgrund der sich permanent ändernden Rahmenbedingungen. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass es uns gelingt, stabile Rahmenbedingungen auch in einer Corona-Zeit zu ermöglichen. Und da tun wir unser Möglichstes. Und da sind aber natürlich auch die Regierungen und Behörden gefordert, in Österreich, aber nicht nur in Österreich, natürlich in ganz Europa, in weit auf der ganzen Welt, diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ich denke, alle Unternehmen, die in der Flugbranche tätig sind, die sind da zurzeit sehr, sehr intensiv im Austausch mit ihren Regierungen. Weil es gibt schon einen grundsätzlichen Konsens, Reisen ist wichtig. Ja, Reisen verbindet die Welt, Reisen ist für die Wirtschaft wichtig und das kann man nicht über einen längeren Zeitraum einfach pauschal zudrehen. Und deswegen ist es eben so wichtig, Wege zu finden, dass Reisen auch in Corona-Zeiten ermöglicht wird, bei gleichzeitiger Sicherstellung, dass darüber keine Ansteckung in ein Land getragen wird. Kurt Hoffmann, bitte. 2 Fragen. Und zwar, eines würde mich interessieren, immer mehr gibt es Travel-Bubbles zwischen diversen Ländern, sei es Neuseeland, Australien oder so in der Richtung, ist es auch ein Thema, was in der Lufthansa-Gruppe vielleicht diskutiert wird, vielleicht zwischen Europa und USA. Und wie schaut es aus, mussten Flugzeuge ausgeflogen werden? Herr Hoffmann, wir haben ja den ersten Beginn der Frage nicht verstanden. Was heißt Travel Bubble? Travel Bubbles. Es sind so Abkommen zwischen den Ländern, sei es zwischen Australien und Neuseeland, dass die Airlines fliegen können oder auch andere Nationen überlegen sowas. Ich wollte fragen, ob sowas auch bei der Lufthansa oder zwischen diversen Ländern gibt, um so Reisekorridore zu etablieren. Und das Zweite würde ich noch wissen, ob Flugzeuge ausgeflogen werden mussten oder werden in irgendwelchen Abstellflugplätzen südliches Europa in der Richtung. Wie soll die Mutter ja gemacht hat, Lufthansa. Ja. Also zur ersten Frage. Also es gibt jetzt keine spezifischen Corona-bedingten bilateralen Vereinbarungen, die jetzt zwischen Österreich und einem anderen Land getroffen worden wären bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und wir hoffen auch, dass wir durch flächendeckende Corona-Tests auch vermeiden können, dass man solche bilateralen Vereinbarungen würde treffen müssen. Wenn es einen Korridor gibt, der sich dafür grundsätzlich aber anbieten würde, dann wäre das natürlich der Korridor zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Aber da ist bisher zumindest jetzt nicht erkennbar, dass es kurzfristig passiert. Aber das ist natürlich für uns ein ganz großes Anliegen, dass dieser Korridor zwischen Europa und den USA wieder geöffnet wird, der ja nun so wichtig ist für unsere Länder, für unsere Wirtschaft, wo es so hohe ethnische und wirtschaftliche Beziehungen gibt. Ich denke, dieser Korridor ist eminent wichtig. Flugzeuge ausgeflogen in südliche Länder haben wir nicht. Wir haben tatsächlich einige Flugzeuge, die nicht in Wien stehen. Die stehen dann tendenziell in Bratislava oder auch bei dem einen oder anderen Wartungsbetrieb, weil die dann auch zum Teil aus Wartungsgründen ausgeflogen sind. Aber auf einem klassischen Flugzeugparkplatz im südlichen Europa oder gar in Amerika haben wir als Austrian Airlines zumindest keine Flugzeuge stehen. Herr Fink hatte noch eine Frage, dann würde ich nämlich kurz die Fragen durchgehen, die online hereingekommen sind. Aber starten Sie gern, Herr Fink. Nur ganz kurz, es hat ja Kritik von der Parteichefin der NEOS gegeben an dieser Standardgarantie, die Teil der Abmachung mit der Republik Österreich ist. Die beruft sich da angeblich auf Aufsichtsratsprotokolle, die ihr zugespielt wurden und sagt, diese Standardgarantie sei nicht so in Stein gemeißelt und hänge auch von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Also die Kritik der NEOS haben wir natürlich auch zur Kenntnis genommen. So wie das dort dargestellt wurde, verhält es sich nun definitiv nicht. Also es gibt bestimmte wesentliche Elemente der Standortvereinbarung, die überhaupt nicht unter einem Wirtschaftlichkeitsvorbehalt stehen. Da geht es ganz speziell darum, dass die Austrian Airlines hier an diesem Standort ein Langstreckendrehkreuz betreibt, weil das ist ja genau das, was dieses Unternehmen für diesen Standort bringt, was kein anderes Unternehmen leisten würde und dass das auch über einen langen Zeitraum erhalten bleibt.
neben auch noch vielen anderen Themen. Dass es aber bestimmte Vereinbarungen gibt, die auch in der Standortvereinbarung abgelegt sind, die unter einem Wirtschaftlichkeitsvorbehalt stehen, halte ich offen gestanden für vollkommen natürlich und auch richtig, weil es wäre ja völlig widersinnig, wenn es Aspekte gäbe, die uns als Austrian Airlines zwingen würden, wirtschaftlich widersinnige oder nachteilige Entscheidungen zu treffen. Ich denke, das ist auch im Interesse des Steuerzahlers, der natürlich auch möchte, dass er hier nur einmal Geld hineingibt und danach das Unternehmen gerettet ist und es nicht durch irgendwelche Vereinbarungen dann dazu gezwungen ist, wirtschaftlich stark nachteilige Entscheidungen zu treffen. Insofern halte ich das für normal. Aber das betrifft auch nur bestimmte Aspekte der Standortvereinbarung und nicht die in Wahrheit wirklich wesentlichen Punkte, nämlich dass wir hier weiter einen Langstreckendrehkreuz betreiben. Vielen Dank. Dann gehen wir zu den Fragen, die online gekommen sind. Da fragt Jakob Zirm von der Presse. Carsten Spohr hat ja heute auch in der Pressekonferenz der Lufthansa angekündigt, dass es einen bestimmten Stellenabbau auch dort geben wird, dass man ohne den nicht auskommt. Werden denn hier bei uns die 1.100 Stellen, die wir zum Ende der Kurzarbeit sozusagen reduzieren müssen, ausreichen oder muss es da noch härtere Einschnitte geben? Also aus heutiger Sicht haben wir einen Businessplan, der diese 1.100 Stellenabbaubedarf unterstellt. Und im Augenblick gibt es da auch keine andere Zahl. Wenn wir dann in 2 Jahren sehen, dass die Situation eine vollkommen andere ist, dann werden wir sie dann neu beurteilen. Aber aus heutiger Sicht ist das die Zahl. Und diejenigen, die schon mal in die Presseaussendung hineingeschaut haben, wir haben zum Stichtag 30. Juni im Vergleich zum Vorjahr bereits über 300 Mitarbeiter weniger als vorher, übrigens ohne eine einzige Kündigung ausgesprochen zu haben. Und wir sehen im Augenblick eine relativ hohe Fluktuation. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen relativ großen Anteil dieser 1.100 bis zu dem Zeitpunkt schon abgebaut haben werden, ist relativ hoch. Und ob wir danach dann noch einen weiteren Abbaubedarf haben oder nicht, das ist aus heutiger Sicht nicht zu beantworten. Ich hoffe natürlich nicht, weil wenn das eintritt, was wir uns in unserem Businessplan vorgenommen haben, dann werden wir auch zu dem Zeitpunkt keine Verluste schreiben, sondern im Gegenteil werden wir zu dem Zeitpunkt Gewinne schreiben und dann müssen wir auch hoffentlich nicht aktiv noch zusätzliches Personal abbauen. Danke. 2 Finanzfragen oder eigentlich 3, wobei vielleicht fast 4 vom Herrn Zirm. Ich würde sie an dich stellen, Wolfgang. Und zwar ist die erste Frage, was macht denn konkret den Unterschied zwischen dem EBIT und dem Adjusted EBIT aus? Welche Faktoren sind hier eingeflossen, fragt Herr Zirm. Das kann man vielleicht so erklären. Das Adjusted EBIT beinhaltet unser operatives Ergebnis, sprich die Umsatzerlöse, die wir ziehen, abzüglich der operativen Kosten. Und dann kommen sozusagen nach dem Adjusted EBIT noch Positionen dazu, die außergewöhnlich sind, die nicht immer regelmäßig stattfinden. Beispielsweise, wenn wir Flugzeuge verkaufen, dann entstehen dort Bewertungsgewinne oder Bewertungsverluste aus der Veräußerung oder aus der Abwertung oder aus der Zuwertung. Und solche Veräußerungsgewinne und Verluste werden eben nach dem Adjusted EBIT abgezogen und fließen dann dort in das EBIT ein. Also man kann sagen, alles Reguläre ist im Adjusted EBIT, alles Ungewöhnliche kommt dann unten dann noch drauf. Sehr gut. Eine zweite Frage. 600 Millionen Euro umfasst das Auer Corona-Hilfspaket. Wird das ausreichen oder kann es sein, dass die Auer noch mehr Geld braucht? Also hier möchte ich erwähnen, dass diese 600 Millionen, das war ja keine Papierdeckelrechnung, sondern das wurde ein Businessplan hinterlegt. Der wurde von diversen Wirtschaftsprüfern dann nochmals überprüft. 5 Banken im Bankenkonsortium haben sich diesen Businessplan sehr, sehr genau angeschaut und, und. Das heißt, es ist wahrscheinlich der meistgeprüfte Businessplan der Republik Österreich der letzten Jahre. Und dieser Businessplan sollte halten, soweit die Parameter hier eintreffen, wie wir sie auch unterstellt haben. Und dann haben wir noch ein zweites gemacht. Wir haben diesen Businessplan noch einen sogenannten Stresstest unterlegt. Was passiert, wenn gewisse Dinge eintreten, die negativer sind, wenn nicht alles kommt auf der Löse- oder auf der Kostenseite? Ein sogenanntes Downside-Szenario. Auch das wurde nochmal unterstellt und dann halten diese 600 Millionen auch noch. Was ich damit sagen möchte, zusammengefasst ist, es gibt in diesem Businessplan natürlich einen gewissen Cash-Buffer, den wir nicht benötigen wollen, weil wir wollen ja nicht den Businessplan umsetzen und somit sind die 600 Millionen sozusagen ausreichend und auch mit einer gewissen Reserve versehen. Du hast schon angesprochen, das Geld der Republik ist noch abhängig vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds in Deutschland. Wie schaut es denn mit dem Geld der Lufthansa aus? Ist das schon geflossen?
Also es gibt ja in Summe gesehen drei Komponenten. Es gibt den aus der Katastrophenbeihilfentopf durch die Republik Österreich, es gibt einen Eigentümerbeitrag und auf der anderen Seite gibt es noch das Fremdkapital, das über das Bankenkonsortium aufnehmen. Und von diesen drei Elementen ist der Eigentümerbeitrag geflossen im Juli und die anderen beiden Elemente, sprich der Zuschuss von der Republik, als auch die Bankkredite werden jetzt sozusagen in den nächsten Wochen fließen. Da gibt es einen ganz genauen Zeitplan, der dahinter gelegt ist. Der wurde mit den Verhandlungspartnern auch so abgestimmt und den gilt es jetzt auch in den nächsten Wochen auch entsprechend so umzusetzen. Und die letzte Finanzfrage vom Herrn Zierm. Wie schaut denn die Erwartung für das Gesamtjahr aus? Worauf kann man sich da einstellen? Ja, also wer ein bisschen Mathematik verfolgen kann, hat gesehen, dass das zweite Quartal mit fast 100 Millionen negativ war. Die Situation wird sich natürlich in Q3 und Q4 nicht dramatisch verbessern. Q4 ist sowieso ein schlechteres Quartal, weil wir da schon in den Winter hineingehen und auch die Reisetätigkeit typischerweise nicht so hoch ist. Q3 war traditionell gesehen immer ein sehr, sehr starkes Quartal für die Austrian, für die gesamte Luftfahrtbranche. Dieses Jahr wird es anders sein, das können wir jetzt schon sagen. Das heißt, man wird sicher auch in den nächsten beiden Quartalen Ergebnisse in dieser Größenordnung, wie wir es in Q2 gesehen haben, auch dann letztendlich auch in den Bilanzen sehen. Also man wird sicher in den roten Zahlen auch über das Gesamtjahr hier landen. Danke, Wolfgang. Eine Frage zu den Passagierflügen nach Russland hat uns erreicht von Margarita Kostiw von der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti. Frau Kostiw fragt, wie schaut es denn mit den Flügen nach Russland aus? Wann können wir die denn als AUA wieder aufnehmen? Gibt es da schon Gespräche? Also Gespräche gibt es auf jeden Fall, aber einen genauen Zeitplan, der ist mir zumindest jetzt aktuell nicht bekannt. Natürlich wollen wir diese Flüge so schnell wie möglich wieder aufnehmen, das ist vollkommen klar. Aber ich weiß jetzt nicht offen gestanden, wie der genaue Fahrplan ist. Danke dir. Eine Frage zu den angesprochenen Refunds. Alexis, du hast es in deiner Präsentation schon gesagt. Gibt es da eine exakte Summe, die jetzt schon genannt werden kann? Und eine Nachfrage, eine zweite Frage gebe ich dir auch noch gleich von Regina Bruckner vom Standard. Die IATA hat gesagt, dass es sogar noch länger dauern kann als 2023, bis das Vorkrisenniveau erreicht wird. Wie sehen denn da die Prognosen der AUA aus? Ja, ich fange mal mit der zweiten Frage an. Also wir haben in unserem Plan ja unterstellt, dass wir im Jahr 2023 auf 80% der Vorkrisengröße sein werden. Insofern passt das ganz gut zu dem, was die IATA da prognostiziert hat, dass das wohl vielleicht bis 24, 25 dauert, bis das tatsächliche Vorkrisenniveau erreicht sein wird. Die Wahrheit ist natürlich, die IATA weiß es genauso wenig wie wir, weil es hängt von Parametern ab, die wir alle nicht beeinflussen können, Stichwort Impfungen und so weiter. Insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass wir alle konservativ planen und wenn es nachher besser kommt, dann freuen wir uns natürlich. Aber wie es jetzt tatsächlich kommt, wissen wir nicht. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es länger dauert, eher höher, als dass es schneller vorbeigeht. Da sind wir uns wahrscheinlich auch alle einig. Und zum Thema Refunds, also jetzt eine exakte Zahl, ich weiß jetzt nicht genau, worauf sich diese Frage jetzt bezieht, wofür sie genau eine exakte Zahl haben will. Fakt ist, wir haben im Juli über 50 Millionen Euro ausgezahlt an Refunds. Wir haben damit über 3/4 der Refund-Ansprüche bereits bedient. Es kommt jetzt noch eine hohe zweistellige Millionenbetrag, der sicherlich im August ausgezahlt wird. Und ich denke, bis Ende August sind wir dann auch weitestgehend durch. Danke dir. Eine Frage noch von Jakob Zierm von der Presse zu den angesprochenen Covid-Tests. Wer soll denn diese Covid-Tests bezahlen? Der Passagier, die Länder? Welche Lösung ist hier seitens AUA gewünscht? Ja, also wir wünschen uns natürlich als Luftfahrtindustrie, dass diese Tests möglichst kostengünstig oder gar kostenfrei sind. Diese Diskussion gibt es auch in Deutschland, wo auch von namhaften Politikern kostenfreie Covid-Tests an den Grenzen, also speziell an den Flughäfen, aber auch an anderen Grenzen gefordert werden. Aber das ist sicherlich noch ein Teil dessen, was jetzt ausgearbeitet werden muss. Klar ist eins, wenn die Covid-Tests sehr teuer sind, dann wird man natürlich auf eine ganz andere Art und Weise wieder die Reisefreiheit bremsen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt im Interesse der Länder. Insofern ist da, glaube ich, ein moderater Preis mal das Mindeste, was wir uns wünschen sollten und was wir auch am Ende realisieren sollten.